Vor einiger Zeit hat die Website rtl-sdr.com einen eigenen ADS-B-LNA vorgestellt, welcher für etwa 25 Euro zu haben ist. Wie sich dieser gegen den bekannten, aber deutlich teureren Apotronics-Verstärker schlägt, seht ihr nach dem Intro. Der gefilterte Verstärker hat drei Filter sowie zwei Verstärkerstufen. Dadurch sollen ADS-B-Signale auf 1090 MHz verstärkt und alle anderen Signale stark abgeschwächt werden. Die Verstärkung liegt laut Hersteller bei um die 27 dB und die Abschwächung außerhalb des Bandes bei mindestens 60 dB. Das Frontend besteht aus einem Hochpassfilter, welcher bereits FM, DAB+ und GSM-Signale abschwächt. Zwischen den beiden Stufen des MGA13F6 Verstärkers sowie auch am Ausgang befindet sich jeweils noch ein SAW-Filter, welcher alles außerhalb des 1090 MHz Bandes herausfiltert. Durch die mehrfache Filterung ist der Verstärker besonders gut geeignet für Umgebungen, in denen es viele verstärkte Signale außerhalb des gewollten Frequenzbereichs gibt. Beispiele dafür wären zum Beispiel FM-Radio, DAB+ und natürlich GSM- bzw. LTE-Signale, welche in vielen Gegenden sehr stark sind und das SDR überlasten können. Der gefilterte LNA wird per BST mit Strom versorgt und benötigt eine Spannung zwischen 3 und 5 Volt. Damit ist er mit den meisten SDRs kompatibel, welche diese Funktionalität haben, wie zum Beispiel dem rtl-sdr.com Version 3. Auch an einem Metallgehäuse wurde gedacht, welches beim Abführen der erzeugten Wärme hilft. Zudem ist im Lieferumfang noch ein SMA-Mail-zu-Mail-Adapter enthalten. Ich habe lange Zeit für mein Radar nur einen Flutterware Pro-Stick genutzt, vor einigen Monaten habe ich mir dann einen Apotronics LNA gekauft, welcher in der Community natürlich sehr beliebt ist. Leider ist dieser mit über 50 Euro in der SAW-Filter-Variante aber auch relativ teuer. Als SDR nutze ich dann rtl-sdr.com Version 3, welches direkt am Verstärker angeschlossen ist. Ein 5 Meter langes CFD200 Kabel führt dann zur selbstgebauten Groundplane bzw. Spider-Antenne auf dem Hausdach. Wie ihr eine solche Antenne bauen könnt, seht ihr in dem Video, was gerade oben rechts in der Infokarte verlinkt ist. Vor etwa 3 Wochen habe ich den Verstärker erhalten und gewechselt und ich konnte in den ersten Stunden keine Einbußen in der Leistung feststellen, was ich für den Preisunterschied schon erstaunlich fand. Auch in den letzten Wochen konnte sich der Verstärker gut behaupten und hat mindestens dieselbe Leistung erbracht wie der doppelt so teure Konkurrent. Mir ist zudem aufgefallen, dass der rtl-sdr.com Verstärker teilweise sogar etwas besser ist als der vorheriger, da ich ein paar 10.000 Positionen mehr pro Tag empfange als zuvor. Es ist nicht viel, aber selbst die gleiche Leistung zum halben Preis ist für mich eine Spitzenleistung. Das einzige, was man als negativ bezeichnen könnte, wäre, dass der neue LNA deutlich wärmer wird im Gegensatz zum Apotronics. Da er nur etwa halb so groß ist, habe ich dies allerdings bereits erwartet, im Dauerbetrieb lief das Ganze aber auch ohne Probleme. Deswegen finde ich, dass man das Ganze vernachlässigen kann. Die kleineren Maße können aber natürlich auch ein Vorteil sein, da man so den LNA einfacher direkt an der Antenne platzieren kann. Ich kann den Verstärker auf jeden Fall jedem empfehlen, der das Maximale aus seinem ADS-B-Empfänger herausholen möchte und eventuell starke Signale außerhalb des Frequenzbandes hat. Für den Preis ist er auf jeden Fall eine super Alternative zum Apotronics-Verstärker, welcher noch etwas besser verarbeitet ist und kühler läuft. Dir hat das Video gefallen? Dann gib einen Daumen nach oben, schreib einen Kommentar und abonniere mich, damit du keine neuen Videos verpasst. Informationen zu geplanten Videos inklusive dem aktuellen Status sowie mein FAQ und weitere Beiträge findest du auf meiner Website unter tysonpower.de. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.